Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video Julian. Tach. Und ich, der Micha. Ja, in dieser Reihe stellen wir euch die besten Magic-Karten ihrer Art vor, denn es gibt so viele, dass man eigentlich gar nicht mehr alle Karten kennen kann. Und in dieser Ausgabe auch ein super Thema, die besten Ausrüstungen. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, wir haben euch ja schon diverse Kreaturentypen vorgestellt. Schaut gerne mal in die anderen Videos dieser Reihe rein. Zuletzt kamen dann die besten Artefakte. Ja. Ne, das schließt ja alte wie neue Serie mit ein. Und jetzt kommen die besten Ausrüstungen. Die gibt es natürlich noch nicht so lange, wenn man jetzt die Gesamtlebenszeit von Magic betrachtet. Ne? Ja. Kam das ja praktisch erst mit dem Designwechsel zum Tragen. Aber Ausrüstungen sind ja so wie Artefakte eigentlich Karten, die kannst du fast in jedes Deck reinschmeißen. Ne? Mhm. Insofern war die Auswahl auch diesmal wieder sehr schwer. Etwas über 20 Karten sind es geworden. Wir sprechen sie gleich durch, aber das ist ein Mitmachformat. Also schreibt gerne in die Kommentare, welche Ausrüstungen ihr noch als nennenswert erachtet. Dann können andere Spieler, wenn sie sich ihr Deck bauen, ihr Commander-Deck bauen oder sonst wie, generell einfach mal nachschauen, was ihr noch so genannt habt und das für den Deckbau berücksichtigen. Beziehungsweise auch wir schauen später nochmal in die Kommentare rein und machen entsprechend vielleicht nochmal die besten Ausrüstungen Teil 2. Mhm. Ne? Gut, dann wollen wir aber mal loslegen. Ja, es gab ja den Designwechsel bei Magic. Normalerweise starten wir immer mit irgendeiner ganz alten Karte, so zum Beispiel aus der deutschen Erstauflage und so. Das ist ja bei den Ausrüstungen nicht möglich, denn das ist ein Kartentyp, der kam erst mit Mirrodin. So gesehen. Ja, also insofern mit dem Designwechsel vom alten zum neuen Kartendesign. Ja. Insofern ist auch die erste Karte schon aus Mirrodin. Und wir starten mit einer ungewöhnlichen Karte. Sieht man ja am Expansionssymbol, das ist Silber. Mhm. Auch das kam ja erst bei den neueren Editionen auf den Plan. Ja, Beinschienen des Blitzes. Mittlerweile ein Klassiker, aber richtig gute Karte. Ja. Für 2 Mana, Ausrüstung, Artefakt. Die ausgerüstete Kreatur hat Eile und kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Ausrüsten 0. Super Karte, ja. So, nochmal ganz kurz erklärt. Ausrüstung heißt für 0, lege diese Karte an eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, an. Spiele ausrüsten wie eine Hexerei. Diese Karte kommt gelöst ins Spiel und bleibt im Spiel, falls die Kreatur das Spiel verlässt. Das ist ja das tolle Ausrüstung, so praktisch wie beim Fantasy-Rollenspiel oder so. Ne? Die Beinschienen sind da als Artefakt, werden dann ausgerüstet und wenn die Kreatur stirbt, ach, dann sind doch die Beinschienen noch da. Ja, dann können wir jemand anderes mit ausrüsten. Ja. Ne? Und dann entsprechend gerade das Ausrüsten 0 und dass die Kreatur Eile hat und nicht das Ziel von Zauberspielen oder Fähigkeiten sein kann, ist einfach super, weil sehr, sehr stark, wenn wir die Beinschienen schon da haben oder so, einfach irgendwie legen irgendein dickes Brett, rüsten es aus, kann direkt mit Eile angreifen und kann auch nicht mehr das Ziel von Effekten sein. Super. Super stark, ja. Ja, so. Auch ein Klassiker, der auch mittlerweile in vielen, also die Karte ist auch in vielen Commander-Decks mittlerweile drin. Ja, da erkenne ich sie auch. Genau. Ist hier entsprechend, sind die Flinkfußstiefel. Wir bleiben bei den Schuhen. Ja, genau. Ne? So. Ja, wieder ein Ausrüsten für 2. Die ausgerüstete Kreatur ist fluchsicher und hat Eile. Ausrüsten 1. Ne, so relativ praktisch das Pendant dazu. Ja. Ne? Heißt, wir können es aber im Commander-Deck, wo jede Karte einmal nur erlaubt ist, können wir es entsprechend auch 2-mal raushauen. Ja, und auch das ist praktisch so eine Karte, die wir in vielen Commander-Decks auch finden, weil die einfach klassisch gut ist. Es ist einfach ein super Effekt. Und das sind auch beides Karten, die sind entsprechend im Einzelkartensegment auch nicht teuer. Ne? Also gerade weil die auch schon so viele Reprints erfahren haben. So, aber jetzt geht's langsam los. Paradiesmantel. Ist eine Ausrüstung, die kennst du zum Beispiel nicht. Ne? Die kenne ich nicht. Ja, kommt aus welcher Serie? Nee. 5. Morgenröte. Ne? Ist, ja, Ausrüsten. Ja, gut. Also jetzt, wir spielen es für 0. Mhm. Ja, und Ausrüsten kostet auch nur 1. Und dann entsprechend, die ausgerüstete Kreatur hat Tappen, erhöhe dein Mana fort um ein Mana einer beliebigen Farbe. Ja, auch einfach sehr schön, um die mal ins Deck reinzuschmeißen, ne, weil es kostet uns praktisch nichts. Und wie gesagt, wenn die ausgerüstete Kreatur halt sterben sollte, legen wir es auf eine andere. Ja, das heißt, das macht die Karte einfach gut, gerade wenn wir mehrfarbige Decks spielen wollen, dafür ist die gedacht. Und soll auch mal zeigen, was Ausrüstungen als solches so für Fähigkeiten haben können. Ne? Mhm. So. Genau wie der Schädelstrammer. Ist auch ein Klassiker, weil man Ausrüstungen in Anführungsstrichen auch für ihre Effekte missbrauchen kann. Ne? Ja. Wieder auch alles noch ungewöhnliche Karten. Ne? Ja. Aus? Nee. Nachtstahl. Darksteel. Für 1 Mana
Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 1, minus 1. Macht also ein bisschen stärker, aber von der Widerstandskraft ein bisschen schwächer. Mhm. Das Wichtige ist aber eigentlich Ausrüsten 1. Ja, das Wichtige ist aber eigentlich der zweite Effekt. Wenn die ausgerüstete Kreatur auf einen Friedhof gelegt wird, ziehe 2 Karten. Das ist ja auch ziemlich stark. Ne? Genau. Tatsächlich wird diese Ausrüstung eigentlich gar nicht gespielt, um eine Kreatur stärker zu machen. Ja, um sie zu machen. Sondern wir spielen die Ausrüstung eigentlich immer auf irgendwelche 1-1er Spielsteine, die wir uns gemacht haben im Deck. Ja. Weil wir dann entsprechend immer 2 Karten ziehen. Und das ist richtig gut. Und das können wir auch mehrmals machen. Ne? Weil Ausrüstung kostet nur 1 für einen Mana. Ne? Also deswegen, wie gesagt, können Ausrüstungen einfach für andere Fähigkeiten. Es ist nicht immer nur draufhauen. Dazu kommen wir später. Aber sie können halt auch einfach andere Effekte ins Spiel reinbringen. Ja. Und sie sind relativ kreaturenunabhängig, ne? Weil die Ausrüstung ja da bleibt. So, aber jetzt geht's los. Jetzt sehen wir hier, da ist schon mal eine Waffe in der Hand. Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung. Ja, ne? Ja. So, auch lange Zeit ein absoluter Turnierklassiker. Die Umezawas Jitte. Ist jetzt durch mehrere Nachdrucke ein bisschen günstiger geworden, weil jetzt wird es rare. Ne? Und das ist Verräter von Kamigawa. Oh, Ausrüsten 2. Ne? Also 2 Beschwörungsrüsten, Ausrüsten 2. So, ist ja günstig. Ne? Mhm. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur Kampfschaden zufügt, lege 2 Ladungsmarken auf Umezawas Jitte. Entferne eine Ladungsmark von Umezawas Jitte. Bestimme eines. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 2 bis zum Ende des Zuges. Oder eine Kreatur deiner Wahl erhält minus 1 bis zum Ende des Zuges. Oder du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Auch sehr stark. Ja. Richtig schön flexibel entsprechend auch. Mhm, ne? Also ja. Das ist eine sehr, sehr gute Toolkarte, die uns angepasst an jede Spielsituation eigentlich genau den Bonus bringen, den wir haben wollen. Genau, ja. Ne? So. Jetzt sehen wir nochmal eine Fähigkeit vom Artefakt. Das passt ja in dein Boros, ne? Ja, Rot-Weiß-Zwerge draufhauen. Die hast du, glaube ich, auch schon mal gespielt, ne? Oder? In dem Commander-Deck war die auf jeden Fall auch mal drin. Auch die Karte, den Sonnenschwinger, gibt es als Commander-Reprint auch nochmal ein Beispiel für eine Ausrüstung, die sich einfach anders nutzen lässt. Ja, für 3 Mana kommt sie rein. Ausrüsten kostet auch 3. Das ist ja relativ teuer, ne? Mhm. Die ausgerüstete Kreatur hält +4/+0. Das ist ja schon mal okay, ja, aber für 3 Mana ist das nicht das Beste der Welt. Aber der zweite Effekt ist sehr, sehr gut. Da sind wir jetzt natürlich auf Weiß-Rot festgelegt. Aber wir lösen den Sonnenschmieder. Das heißt, die Kreatur muss erst ausgerüstet sein und wir können ihn für 2 Mana können wir ihn lösen. Und dann kommt der Super-Effekt. Durchsuch deine Bibliothek nach einer roten oder weißen Spontan-Zauberkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder weniger und spiele diese Karte, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, mische danach der Bibliothek. Ja, das ist richtig, richtig gut. Ja. Ja, das heißt, wir haben gerade, wenn wir das im Commander-Deck spielen oder so, wo jede Karte nur einmal drin ist, wir haben eine unglaubliche Möglichkeit, uns durch unsere Bibliothek zu graben, uns genau die Karte zu holen, die wir für die Situation brauchen. Ja. Und wir müssen kein weiteres Mana mehr bezahlen, sie wird dann direkt gesprochen. Darf halt nur 4 oder weniger kosten, aber deswegen ist die Karte. Das ist ja schon ordentlich stark, ja. Und nur fast kannst du einfach, draufhauen. Ja. Geht ja auch. So. Auch jetzt kommt, ich finde, es gibt so coole Ausrüstung, ne? Todesbringer. Schon ein guter Name. Ja, habe ich mir genau gedacht, dass das jetzt kommt. Ne? So, ne? Also 4 Mana zum Ausspielen, 2 Mana zum Ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur hält +2/+2. Da muss sie ja noch mehr können. Ne? So. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur aus einem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, kannst du eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen und den Todesbringer daran anlegen. Oh ja, das ist sehr schön. Das ist ziemlich stark, ne? Ja. In der Regel irgendwie, ja, rüstest du erstmal irgendwas Günstiges aus und dann kommt irgendwas Dickes dann rein ja. Und der 8 Todesbringer kommt auch noch direkt dran und ja, dann klar. Wird da weitergemetzelt, ne? Ja. Ja. Stark. Sehr schöne Commander-Karte. So, wir bleiben bei Tod. Tod im Wort ist immer gut, ne? Tod ja, im Namen, Tod ist immer super. Todesstoßnadel. Ah, für 3 Mana ausrüsten auch 3. Die ausgerüstete Kreatur hat Todesberührung. Todesberührung bedeutet, sobald die ausgerüstete Kreatur Schaden zufügt, ne, ich weiß gar nicht, ob es Kampfschaden muss, es muss einfach nur Schaden sein, glaube ich. Ne? Sobald sie Schaden zufügt, aber Schaden, ist ja in der Regel ja, Kampfschaden, Schaden sein. Ne, hat sich praktisch berührt und dann durch Todesberührung stirbt dann die Kreatur, die halt berührt wurde. Ja. Ne? Das ist halt das, was Todesberührung macht. Ja, immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, verliert dieser die Hälfte aufgerundet seiner Lebenspunkte. Ja, das ist schon ziemlich krass auch, in Commander, das recht, ne? Ist, ja, das ist auch sehr böse, ne? Und halt, ja, das Krasse bei den Ausrüstungen ist halt, wenn man die Kreatur zerstört, bleibt die Ausrüstung ja da. Man muss ja die Ausrüstung zerstören, damit ja. Die halt weg ist, ne? Also, finde ich auch sehr, sehr schönes Equipment. So.
geht auch wieder in die Richtung, die hat man leider nicht mehr deutschsprachig da, Basiliskenhalsband auf Deutsch. Ja. Ja, Basilisken sind ja auch, die töten ja auch alles, was sie sehen, so, ne? Mhm. Ja, für ein Mana gespielt, für zwei Mana ausgerüstet. Die ausgerüstete Kreatur hat Todesberührung und Lebensverknüpfung. Finde ich auch ganz toll. Ja, find auch ich, sehr, sehr stark. Finde ich richtig gut, weil die auch unglaublich günstig ist. Also jetzt zahlen wir drei Mana, hier zahlen wir ein Mana, zwei Mana. Lebensverknüpfung ist auch super. Ja, ja, Todesberührung auch noch dabei. Also ja, dieses, also die lässt der Gegner dann schon mal eher irgendwie durch, so, ne, und aber wir saugen uns dann halt im Leben voll. Ja, oder genau, wir machen irgendwie nichts und lassen die so die ausgerüstete Kreatur aus dem Blocker liegen, auch total nervig. Mhm. Ja. Sehr stark. Ja, ja. So, jetzt nochmal wieder eine Ausrüstung, die ich reinbringen wollte, um zu zeigen, wie man alternativ gewinnen kann. Mit dem aufgepfropften Exoskelett. Für 4 Mana aus Narben von Mirrodin. Ich weiß, dass du es nicht wusstest. Ne? Mhm. Ja, ja. Ausrüsten 2. Die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Infizieren. Okay. Infizieren heißt, sie fügt Schaden in Form von -1/-1 Marken für Kreaturen und von Giftmarken für Spieler zu. So, das heißt, wenn wir jetzt mal eine 2/2-Kreatur haben oder so, die wird ausgerüstet, dann hat sie schon mal 4/4. Ja. Ne? So, genau. Generell, Schaden heilt ja in Anführungsstrichen immer nach jeder, zum Ende jeder Runde. Das heißt, Kreaturen werden wieder voll, aber nicht, wenn da entsprechend Marken draufgelegt werden. Die Marken bleiben dann drauf. Das heißt, auch eine stärkere Kreatur würde durch die Marken dauerhaft permanent geschwächt werden. Noch spannender sind aber die Giftmarken für Spieler. Denn das ist eine alternative Win-Condition, dass, wenn man Giftmarken bekommt, man beim Erhalt der 10. Giftmarke stirbt. Ne? Ja. Also praktisch die Hälfte, was man sagt, an Lebenspunkten hat, Gift ist einfach nochmal ein bisschen krasser. Ne? Genau. So, aber noch ein zweiter Effekt. Immer wenn das aufgepfropfte Exoskelett von einer bleibenden Karte gelöst wird, opfere diese bleibende Karte. Ja, das ist für uns jetzt eigentlich nicht so wichtig. Wichtig sind uns die Giftmarken. Ja, ne? Das ist so ein ziemlich starker Effekt. Ja, so. Einfach mal so eine, wieder eine spezielle Ausrüstung, die Nachtstahlplattenrüstung. 3 Mana zum Ausspielen, 2 Mana zum Ausrüsten. Die Nachtstahlplattenrüstung ist unzerstörbar. Die kannst du nicht wie das Exoskelett irgendwie zerstören. Ist halt unzerstörbar. Ja. Und die ausgerüstete Kreatur ist auch unzerstörbar. Das ist ziemlich gut. Kann man, definitiv Faxen mitmachen. Ja. Ne? Also es ist schon stark, weil wir natürlich damit genau definitiv unsere stärkste Kreatur ausrüsten wollen. Ja. Und dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Ne? Mhm. So, sind wir ungefähr auf der Hälfte. Jetzt kommen nämlich die Schwerter. Ja. Schwerter sind sehr starke Ausrüstungen. Das die stimmt, kosten auch im Einzelkartensegment schon mehr, aber sie können noch was. Klar. Für 3 Mana haben wir so das erste Ausrüstungsschwert, was seinerzeit rauskam, das Schwert aus Feuer und Eis. Ausrüsten 2. Ne? Die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Rot und vor Blau. Schutz heißt, kann nicht Ziel von Effekten oder Sprüchen werden. Schaden wird auf 0 reduziert. Ja. Ja. Und kann auch nicht von diesen Kreaturen geblockt werden, zum Beispiel. Ja, das hilft ja auch schon mal. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, fügt das Schwert aus Feuer und Eis einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und du ziehst eine Karte. Ja, die Schwerter sind super gut. Also. Da wissen wir schon, also vom Power-Level ist das noch ein paar Nummern höher als das, was wir gerade gesehen haben. Ne? Ja. Ja, weil also Schaden wird halt und noch eine Karte ziehen und noch Schutz. Und noch +2/+2. Ja, auch noch. Stimmt. Okay, gut. So, super. Aus der gleichen Edition, Nachtstahl war das. Ja. Ja? Schwert aus Licht und Schatten. Wieder für 3 Mana gelegt, für 2 Mana ausgerüstet. Die ausgerüstete Kreatur hält +2/+2 und hat Schutz vor Weiß und vor Schwarz. Man kann natürlich auch in einem Deck beide Ausrüstung spielen und beide Schwerter an eine Kreatur anschmeißen. Würde auch gehen. Ne? Also die kämpft dann halt beidhändig so. Ne? Ja. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu und kannst bis zu einer Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurücknehmen. Mhm. Ne? Ja. Und das ist halt immer, wenn sie Kampfschaden macht. Ne? Ja, also ist auch das stark, ist, da muss der Gegner erstmal mit umgehen, entsprechend dann. Mhm. So, jetzt machen wir einen Sprung. Das ist was mit Phyrexia. Ich glaube, das neue Phyrexia ist das.
Schwert aus Krieg und Frieden. Wie sehen wir, die Schwerter kosten immer anscheinend immer 3 Mana, ausrüsten 2. Ja, ja, genau. So ist halt bei den Schwertern so. Ja. Ja, wieder die ausgerüstete Kreatur hält +2/+2 und hat Schutz vor Rot und vor Weiß. Also immer so ein bisschen andere Kombination. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, fügt das Schwert aus Krieg und Frieden diesem Spieler so viele Schadenspunkte zu, wie er Karten auf der Hand hat, und du erhältst einen Lebenspunkt für jede Karte auf deiner Hand dazu. Ja. Ja, einfach mal wieder so eine spezielle Abwandlung. Einfach so jedes Schwert mit einer etwas anderen Fähigkeit, mit einem anderen Schutz. Gehen wir mal weiter zum nächsten Schwert. Jetzt sind wir die ganzen Schwerter hier durch. Ja, ja, sind einfach mal, weil die sind einfach gut. Ja. Muss man sagen. Ne? Jetzt jetzt steht es uns dabei. Jetzt weißt du es. MH1 sind Modern Horizonte 1. Stimmt, Modern Horizonte 1. Ja, da sieht man auch, dass diese Karten sich an Modern-Spieler orientieren, so gesehen, an auch Turnierspieler. Das Modern Horizons war ja also eine Modern-Turnier-Edition eigentlich, wo die starke Modern-Karten geben wollten, so Eternal-Format. Ja. Ne, also sind schon kräftiger. Ne? Also, aber auch für Küchentisch-Magic natürlich super. Mhm. So Schwert aus Sehnen und Stahl, also auch ein richtig guter Name. Ja. Wieder 3 Mana zum Ausspielen, 2 Mana zum Ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur hält +2/+2 und hat Schutz vor Schwarz und vor Rot. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur am Spieler Kampfschaden zufügt, zerstöre bis zu einem Planeswalker deiner Wahl und bis zu einem Artefakt deiner Wahl. Das kann auch richtig gemein sein. Ist im Multiplayer super. Ja. Ne, also während die anderen Schwerter alle noch so ein bisschen auf Singleplayer, auf Duellformat gemünzt waren, ist das eine richtig coole Multiplayer-Karte, weil man findet immer 2 Ziele. In der Regel. Du findest immer irgendwie auf einem Multiplayer. Also ein Artefakt findest du eigentlich immer. Findest du immer. Planeswalker muss man gucken. Ja, ja, genau. So, aber wir haben noch eins. Und dann sind wir mit Schwertern auch durch. Das Schwert aus Wahrheit und Recht. Ebenfalls aus Modern Horizons. Ja, 3 Mana aus dem Legen, 2 Mana zum Ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur hält +2/+2 und hat Schutz vor Weiß und vor Blau. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur, die du kontrollierst, und führe dann Wucherung durch. Heißt, bestimme eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten und oder Spielern und gib ihnen dann von jeder Sorte Marke, die dort bereits liegt, eine weitere Marke. Das Schwert ist auch richtig gut. Ja? Ja. Vor allen Dingen, wie ich es lese, müssen es nicht deine Karten sein. Du kannst wirklich komplett verteilen, wie du willst. Ja, du kannst halt auf deine Kreaturen überall eine 1/+1 Marke drauflegen. Wenn der Gegner jetzt zum Beispiel irgendwie auf 3 Kreaturen eine -1/-1 Marke hast, kannst du auch sagen, dass da nochmal eine -1/-1 Marke draufgelegt wird. Genau. Ja. Gut. Sehr starker Effekt. Gehen wir zum nächsten. Die habe ich gespielt. Ja, die kenne ich auch noch. Die habe ich gespielt in Dominaria, in meinem Dominaria-Deck. Da habe ich ein Historisch-Deck gebaut. Ich habe die Karte geliebt. Und die ist natürlich fürs Commander-Format auch super, wenn wir viele legendäre Karten spielen. Super. Ja. Jetzt haben wir ein legendäres Artefakt, eine legendäre Ausrüstung. Alle anderen waren ja noch nicht legendär. Schwarzklinge neu geschmiedet. Für 2 Mana wird sie gelegt. Für 7 wird sie ausgerüstet. Aber ausrüsten einer legendären Kreatur 3. Also eigentlich wollen wir damit eine legendäre Kreatur ausrüsten, weil das ist halt ein legendäres Artefakt für eine legendäre Kreatur. Denn die ausgerüstete Kreatur hält +1/+1 für jedes Land, das du kontrollierst. Das kann später schon richtig viel werden. Ja, das wird in der Regel immer richtig viel. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich die Schwarzklinge hatte, hat sie dann +10/+10 bekommen, die Kreatur. Also, ja, irgendwas Böses. Ja. Ja? Okay, gut. So. Neu ist da. Oh mein Gott, diese Karte. Die hat im Start immer so genervt, weil sie so stark ist. Ja, ja. Ja. Da sind wir jetzt bei Tiros Jenseits des Todes. Auch eine epische Karte, wieder eine legendäre Ausrüstung. Für 1 Mana gelegt, für 2 Mana ausgerüstet, also auch günstig. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1, hat Lebensverknüpfung und verursacht Trampelschaden. Und für 1, bleibende Karten, die deine Gegner kontrollieren, verlieren Fluchsicherheit und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Ja. Ne? Mag auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so stark anmuten wie die anderen, aber auch beide Effekte sind einfach super. Ja, hat es echt in sich. Sehr stark. Das kann auch Götter töten. Ja. So, jetzt sind wir aber noch mal zum Abschluss, kommen noch mal wieder ein paar Ausrüstungen, die zeigen, was Ausrüstungen noch so können. Also so praktisch so Specials zum Ende noch mal. Ne? Ja. Also um von dem Draufhauen mal wieder ein bisschen runterzukommen. Mhm. So, ja. Schwert der Animistin. Aus? Origins. Yeah! Für 2 Mana gelegt, für 2 Mana ausgerüstet. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1.
Aber immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen. Auch sehr stark, ja. Ja, die Effekte, die diese Karte so gut machen, sind, das +1/+1 ist, ja okay, damit es halt ein bisschen verstärkt, ne? Man hat ja schließlich eine Waffe in der Hand, aber die Kreatur muss nicht einem Spieler Schaden verursachen, sie muss nur angreifen. Ja. Angreifen reicht. Ja, so, um den Effekt zu lösen. So, dann durchsuchen wir die Bibliothek nach einer Standardlandkarte. Können sie auch getappt ins Spiel bringen. Mhm. Baut unsere Mana-Basis auf. Das ist ein Pluspunkt. Es dünnt aber auch unser Deck aus. Das heißt, wir ziehen automatisch weniger Länder. Das ist der zweite Vorteil. Ja. Und der dritte Vorteil ist, wir mischen unsere Bibliothek. Und wir haben euch schon andere Artefakte zum Beispiel vorgestellt. Schaut da gerne mal rein. Die einfach eine Auswahl geben. Wie zum Beispiel das Bücherregal. Dass wir sagen konnten, hier, wir haben immer eine Auswahl aus den so und so vielen Karten unserer Bibliothek. Und das ist eine gute Kombokarte, weil wir praktisch dann immer noch mal unsere Bibliothek neu mischen. Und mit einem anderen Draufschau-Effekt auf die obersten Karten unserer Bibliothek haben wir immer wieder einen frischen Pool an Karten. Mhm. Ne, das macht das Schwert auch nochmal so richtig gut. So. Ebenso wie eine spezielle Ausrüstung sind die Armschienen des Illusionisten. Das geht jetzt nicht so unbedingt in deine Farbe rein. Oder ja, gut, vielleicht doch, aber für 2 Mana aus. Nee. Gatecrash. Hm. Das. Okay. Ausrüsten 3. Immer wenn eine Fähigkeit der ausgerüsteten Kreatur aktiviert wird. Aktivierte Kosten sind zum Beispiel, wenn wir Mana bezahlen müssen oder tappen. Ne? Mhm. Kopiere diese Fähigkeit, falls es keine Mana-Fähigkeit ist. Du kannst neue Ziele für diese Kopie bestimmen. Verstanden? Das heißt, wenn du eine coole Kreatur hast, ja, die zum Beispiel für Tappen irgendeinen Effekt auslöst, wie meinetwegen irgendwie töte eine Kreatur oder so. Weißt du? Es gibt zum Beispiel, also ein blödes Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Meistermeuchler, der macht für Tappen zerstöre eine Kreatur, oder glaube ich eine getappte Kreatur, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall einfach einen krassen Effekt hat. Legst du die Armschiene des Illusionisten da dran, dann kommt der Effekt doppelt und du kannst neue Ziele bestimmen. Das ist stark, ja. Richtig. Darf halt keine Mana-Fähigkeit sein, aber ansonsten kann es halt auch eine andere Fähigkeit sein, wie gesagt, die aktiviert wird. Also wo du auch meinetwegen Aktivierungskosten für bezahlen musst in Form von Mana oder so. Das macht die Karte so gut, denn da kannst du ganz, ganz viele böse Sachen mitmachen. Ja. Ne? Das, ist halt nicht unbedingt draufhauen, aber es ist auf andere Art und Weise einfach eine sehr gute Ausrüstung. Auf andere Art und Weise richtig nervig. Auf andere Art und Weise richtig hart. So, das ist auch eine richtig krasse Ausrüstung, die auch nochmal zeigt, Ausrüstungen können auch ganz anders. Oh. Elbrus, die bindende Klinge, kostet 7 Mana. Man kann ja auch immer tricksen, ne? Also man kann ja eventuell auch über andere Fähigkeiten Artefakte auch günstiger ins Spiel bringen oder so. Aber die, wenn wir sie so gesehen hardcasten, also für den Mana-Kosten ausspielen, kostet 7 Mana. Die ausgerüstete Kreatur hält +1/+0. Ausrüsten wäre nur 1. So, wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann haben wir den Kampfschaden, dann löse Elbrus die bindende Klinge und transformiere sie dann. Also mal ganz was anderes. Ja. Und auf einmal transformieren heißt, wir drehen sie um. Hup. Und dann haben wir da Vitengar der Entfesselte. Legendärer Dämon. 13-13. Fliegend. Einschüchtern heißt, kann nur von zwei oder mehreren geblockt werden, ne? Das ist bedrohlich. Nee, dann nur von schwarzen oder Artefakten geblockt werden. Also fliegend, einschüchtern, also kann nur von schwarzen oder Artefaktkreaturen geblockt werden. Und Trampelschaden, was ja schon mal super ist, weil er hat ja 13-13, dass er trampeln kann. Ne? Fliegen ist auch super. Immer wenn ein Spieler das Spiel verliert, also eine klassische Multiplayer-Karte, lege 13+1/+1 Marken auf Vitengar, den Entfesselten. Den für ein Commander-Duell richtig cool. Der war dann praktisch so gesehen in diese Ausrüstung gebunden, ne? Und wird dann entsprechend befreit, wenn wir entsprechend da einmal Schaden mitgemacht haben. Ne? Das ist das Blut. Hat dann diese Waffe einfach Blut geleckt. Ja, und dann boom, dann ist der Dämon frei. So, wir haben euch ja die besten Vampire schon vorgestellt, deswegen musste diese Ausrüstung, auch wenn sie speziell ist, aber definitiv nochmal dabei sein. Ne? Als Addon, schaut euch das Video gerne nochmal an, die besten Vampire. Das ist ein super Tribe, ein super Stamm, spielen ganz, ganz viele. Und die Klinge des Bluthäuptlings passt da natürlich super rein. Für 1 Mana gelegt, für 1 Mana ausgerüstet, aus Zendikar damals, da ist auch diese Vampir-Edition, da kamen starke Vampire drin vor. Immer wenn eine Kreatur aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, lege eine +1/+1 Marke auf die ausgerüstete Kreatur. Das ist ja schon mal super, vor allen Dingen im Multiplayer, ne? Ja. Weil da ganz viele Kreaturen gehen. Mhm. Aber falls die ausgerüstete Kreatur ein Vampir ist, lege stattdessen 2+2/+1 Marken auf ihn.
Ne? Das ist, also die so, die ist so schon gut. Und in dem Vampir-Deck ist die der Burner. Ist einfach Hammer. Ja, ne? So. Auch sehr günstig. Ja, ja. So, jetzt kommt das letzte, die letzte Ausrüstung. Okay. Ja? Und die ist auch nochmal ein kleiner Tipp, denn wir haben euch zuletzt haben wir euch die besten Ritter vorgestellt. Und deswegen ist nochmal das Siegelschwert von Valeron mit dabei. Praktisch die Ausrüstung für Ritter, ja. Spieler. Für 3 Mana gelegt, für 3 Mana ausgerüstet. Die ausgerüstete Kreatur hält +2/+0, hat Wachsamkeit, also tappt nicht beim Angreifen und ist zusätzlich zu den anderen Typen ein Ritter. Und bei den vorgestellten Rittern haben wir nochmal, man kann ja so ein bisschen auch die Ritter größer machen und so. Und da kannst du eine andere Kreatur zum Ritter mogeln, wenn du willst. Ja, genau. Ist ja halt auch ein Ritter und kriegt die anderen Boni dann aus dem Deck so gesehen mit. Aber auch hier nochmal, immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, sie muss nur angreifen, erzeuge einen angreifenden 2/2 weißen Ritterkreaturen-Spielstein mit Wachsamkeit. Ja. Und das ist auch nochmal richtig cool, ne, weil die im Ritterdeck entsprechend, wir bringen direkt einen 2/2er-Ritter rein, der auch angreift mit Wachsamkeit. Ja, der ist höchstwahrscheinlich auch noch stärker, weil du ja ein Ritterdeck spielst dann. Sehr wahrscheinlich ist der ja, dann nicht mehr 2/2, sondern 3/3, 4/4, 5/5, keine Ahnung. Oder so, ja, das so, ne? Ist dann auch schon und, ziemlich mächtig. Und das macht das Siegelschwert ja bei jedem Angriff dann, dass ja, direkt genau. Immer einer mitkommt. Ne? Gut, das dazu. Ja, wir breiten uns mal aus. Also schreibt gerne, wie gesagt, mal in die Kommentare, welche Ausrüstungen ihr für nennenswert erachtet, was so eure Favorites sind. Denn wie gesagt, auch hier, ihr merkt das, es gibt so coole Magic-Karten und das waren längst nicht alle. Ne? Und wie gesagt, wir greifen das auf und machen gerne später nochmal einen zweiten Teil. Wie gesagt, schaut gerne in die anderen Videos rein, wenn es euch gefallen hat, dann auch gerne mal auf unseren Kanal Trader Online Video auf YouTube. Ne, da könnt ihr entsprechend auch noch viele andere Inhalte sehen, denn wir haben da noch Unboxings, Duellvideos. Ja. Ja. Ne, da könnt ihr also ganz viel Spaß haben. Und ihr könnt uns auch auf Twitch begleiten. Da sind wir live zum Beispiel immer sonntags ab 14 Uhr auf Twitch TV Trader Online Video. Ja, und wie hat es dir gefallen? Ja, sehr gute Artefakte. Ja. Richtig krass, ne? Richtig schön. Was ist dein Favorite? Hast du einen? Oder das sind alle so gute Sachen? Ich schmeiß die einfach alle ins Deck. Das ist krass. Alle sind richtig gut. Also es gibt, da kann man sich nicht entscheiden. Es gibt richtig viele, richtig starke. Ja. Deswegen haben wir das auch so früh noch vorgestellt, weil ja so die Artefakte wie auch die Ausrüstung, die kannst du ja praktisch in jedes Deck reinhauen, was du spielst. Das ist ja wirklich sehr, sehr gut, genau. Weil es einfach eigentlich farbunabhängig ist. Ne? Und ja, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für jedes Deck, kann man sagen. Klar. Ja. Ja. Gut, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, gebt gerne ein Abo, schreibt einen Kommentar. Ja, und dann wünschen wir euch Gesundheit, viel Spaß mit Magic the Gathering. Und sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.